Laut meiner Wetterstation gibt's morgen Bier. Besser ist es. Herzlichst willkommen, liebe Bierfreunde, zu einer verbindlichen Folge Bier öffnen mit Dave. Ich bin Dave und das hier ist Bier. Tja, zuallererst möchte ich in eigener Sache etwas loswerden. Ich habe eine persönliche Nachricht erhalten, in der ich darauf hingewiesen wurde, dass ich in der letzten Episode zu oft, Zitat, das Wort mit SCH verwendet habe. Scheiße, habe ich wirklich zu oft Schwanz gesagt? Schwanz. Das tut mir natürlich wirklich leid. Ich fühle mich natürlich verantwortlich für die zukünftigen Biertrinker und möchte sie nicht von vornherein verderben und deshalb möchte ich hiermit versprechen, dass so eine Scheiße nie wieder vorkommt. Schwanz. Ich denke sogar ehrlich gesagt über eine FSK-Beschränkung der Videos nach. Fertig. Scheiße, schon wieder eine Minute rum. Geht los. Nachdem wir uns in der letzten Episode mit der Bodenvase einen eher unpraktischen und genauso hässlichen Öffner angeschaut haben, widmen wir uns heute einem vermeintlich praktischen Öffner und zwar einem gewöhnlichen Kabelbinder. Einspielung, Kabelbinder, jetzt. Die Bierflasche mit einem Kabelbinder zu öffnen ist im Prinzip relativ leicht. Allerdings ist der erste Gedanke, den man dabei hat, also der erste Gedanke, den ich zumindest hatte, nicht unbedingt der beste. Ich habe mir gedacht, ich habe den Kabelbinder, ich habe eine Bierflasche, also binde ich das Ding einfach hier drumherum, zurre es fest und zieh dran. Das ist naheliegend. So, schön fest und dann ziehen. Das geht gar nicht mal so gut. Warum das so ist, schauen wir uns jetzt hier mal etwas genauer an. Wenn man den Kabelbinder nämlich zu fest macht, dann bla 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 am Schwanz ziehen, bla bla bla, liegt ganz flächig am Kronkorken an. Und wenn man das Bier öffnet, sieht man bla 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 Flaschenhals, Schwanz, bla bla. Die zweite Möglichkeit verfolgt demnach einen leicht anderen Ansatz. Und zwar verwenden wir den Kabelbinder so, dass wir ihn, naja, leicht einrasten, dann um den Kronkorken legen, eindrehen und jetzt umschließt er den Flaschenhals nicht mehr komplett und wenn wir dann nach oben ziehen, naja, wie ihr sehen konntet, funktioniert die zweite Methode durchaus, allerdings mit so viel Kraftaufwand, dass man direkt Durst aufs Übernächste bekommt und deshalb schauen wir uns eine dritte Methode an. Für die dritte Methode nehmt ihr selbstverständlich wieder einen Kabelbinder, verrastet ihn, aber nur so stark, dass ihr noch mit den Fingern gut dazwischen kommt. Dann nehmt ihr eine Tulpe und klatscht sie volle Möhre gegen die Wand. Dann nehmt ihr den verrasteten Kabelbinder und haltet ihn so an den Kronkorken an. Am leichtesten geht das Ganze, wenn ihr die Bierflasche dazu auf den Boden stellt, denn dadurch geht keine unnütze Energie verloren, als wenn ihr sie in der Hand haltet. Ihr könnt sie praktisch schön entweder mit den Knien klemmen oder auf den Boden drücken, denn wenn ihr sie in der Luft haltet und die Technik probiert, dann geht meistens der Arm nach und es geht unnütze Energie verloren. Deshalb auf den Boden, den Kabelbinder unter den Kronkorken schön ansetzen, mit den Fingern randrücken, damit er nicht drüber rutscht und dann braucht es einen kräftigen Ruck. So, in der Art. Und dann ist es offen. Ob das Ganze auch mit einem deutlich kleineren Kabelbinder funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Dazu nehmen wir hier so einen kleinen weißen, verrasten ihn. Das war schon bald ein bisschen weit. Na gut, schauen wir mal. Setzen ihn unter der Flasche an, unter den Kronkorken natürlich. Festhalten. Und dann mal sehen. Da kommt man kaum mit den Fingern noch dazwischen. Und doch, wunderbar. Auch da. Kabelbinder noch ganz, Flasche offen, einwandfrei. Na, dass es nichts bringt, auf ein geschlossenes Bier einen Kabelbinder zu werfen, ist selbst mir klar. Vielleicht nicht mit einem, aber wie sieht's aus mit 50? 51? 137? 100. Freunde, wie ihr sehen konntet, kann man auch ein Bier öffnen, ohne irgendetwas zu beschädigen. Ich glaube fast in der nächsten Episode sieht das schon wieder ganz anders aus. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gut unterhalten und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, schmecken lassen. Ab jetzt. Jetzt.
hat jeder Zuschauer, egal ob auf YouTube oder der anderen Seite, die Möglichkeit, sich in einer Bieröffnung mit Dave-Episode zu verewigen. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist eurem Kommentar die Zeichenfolge plus BÖMD anzuhängen und optimalerweise in Anführungszeichen den Videoabschlusskommentar anzuhängen. Der per Zufall ermittelte Gewinnerkommentar taucht dann am Ende der nächsten Episode mit Namen und Profilbild auf. Heute betrifft das Dietmar Schmuck. Das steht ja gar nicht, aber stimmt trotzdem. Schmecken lassen.